Ja, gut. Okay. Au, dann hattest du vielleicht mit der Blume doch was. Jetzt war die Blume was. Da, ja. Ich hatte nämlich sowas auch im Kopf. Okay, jetzt müssen wir drei Blumen suchen. Schauen wir nochmal. Die eine ist doch, die ganz rechts ist doch auf jeden Fall die, die da war bei dem Rennen, oder? Ich meine, die links war doch da direkt, oder? Aber ich glaube kaum, dass die alle an einem Ort sind. Ja, ist zu bezweifeln. Aber hier in der Stadt wachsen keine Blumen. So, haben wir schon mal die erste. Dann geschnuppert an dem Teil. Dürfte nicht so schwer sein, die zu finden. Ja. So, hier unten müsste dann die zweite sein. Genau. Genau, hatte sie doch was damit zu tun. Ah. Total dumm, dass man die nicht vorher aufsammeln kann. Ich gebe dir Blumen, dann gibst du mir... Ach Gott. Können wir eben nach Hause gehen. Oh, sind wir wieder zu Hause. Vielleicht haben wir hier ein paar Blumen liegen. Ich glaube nicht, dass die hier ist, aber ja. Ah, nachschauen. Kann sein. Die hier. Nachschauen kann ich schauen. Das stimmt, genau. NSA also ist immer noch da. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass die eine wieder... Aua. Ah, ja, genau. Mal ein bisschen Blut hier liegen lassen noch. Ich glaube nicht, dass die einen bis nach Hause gehen lassen dafür, oder? Ah, dachte jetzt eigentlich, das wäre die hier. Ich dachte es auch krass. Guck doch mal nach, wie die aussieht. Ich hab's schon wieder vergessen. Die sah genau so aus. Okay. Ah, okay. Also zumindest heben die sich ab vom Rest eigentlich. Mhm. Da hast du recht. Ich wurde ja neulich übrigens, ne? Ne? Geh mal auf die Rennstrecke vielleicht, oder? Okay. Ich wurde ja neulich angehalten, ne? Ja. Also im Straßenverkehr, ne? Haben sie gesagt, ja, hast du noch Restalkohol? Hab ich gesagt, ja, aber den brauche ich noch. Das war okay. Nicht so. Also der war wirklich dumm. Okay, nee, hier war nix. Man kann auch nicht. Nee, also das war jetzt wirklich die Höhe. Also da kann man ja wohl nicht drüber lachen, wahrscheinlich. Dankeschön. Der Kollege ist übrigens ziemlich gewillt, der Frosch den allen zu wissen lassen, dass ich dem Apfel gegeben habe, glaube ich, so wie er da mit seinem Megafon rumschellt. Übrigens, ich wurde letztens mal angehalten, ne? Ach nee, ey. Und da haben echt die Polizisten gefragt, haben sie noch Restalkohol im Blut? Restalkohol, da habe ich gesagt, ja. Den brauche ich noch. Ja, tatsächlich, es ist mir passiert. Hey, der war ziemlich gut, ne? Ja, relativ gut. Da oben links ist er. Ah ja. Ich brauche Drehter, ja, ich weiß. Gott. Immerhin ist oben noch Doggermans Klatsch. Der lacht noch, ja. Oh, wenn es sich jetzt aufhängt, kriege ich einen Krampf de la Lach. De la Lach. Ja, aber einen großen. Ich weiß, wie ich Stiefel bekomme. Oder Blitz, Mann, ey. So. Ja, gib mir den mal einen Blumenstrauß, da freut sich der Schuster. Safe State. danke für die Info nochmal. Welche? Sag ich nochmal, am besten auf dem zweiten Stay so, safe. Ja. Chef OS, wäre es genau eingefroren, wo du da speicherst. Okay. Alles klar, gut. Bevor du wieder auf deinem Pimmelchen da rumhackst, würde ich sagen, nimmst du mal die Blumen hier, du Sacksau. Immerhin ist es aber jetzt so langsam alles selbst erklären dann, ne? Nur das mit dem Kecher war so bescheuert. Ja, ziemlich. Ja gut, okay, eine Sache kann man sagen, es hat zumindest diese Glühbirne über seinem Kopf. Das heißt, man hätte eigentlich drauf kommen können, rein theoretisch. Ist trotzdem scheiße. Wir haben die scheinbar nicht gesehen, oder was war... Ich denke mal, ja. Ach, hier sind die Drähte, alles klar. Yep, jetzt kannst du den aber auch nicht abziehen. Jetzt bist du nicht mehr barfuß. Oh, Junge, ey, jetzt kriegt er aber ordentlich eins aufs Gemüse, ey. Da kann ich dir sagen. Ja, ich guck grad Pornos, wenn wir das hier aufnehmen. Oh, der Otter. Okay. Dann schauen wir mal hier. Der ist auch wieder bereit fürs Pornoshooting da hinten. Jetzt... Oh. Was hat er gesagt? Ich habe gerade wirklich kurz weggeschaut, leider. Apfel. Spielzeitstreckung. Yes. Brauchst du noch einen Apfel, lieber Giant, sonst kommst du nicht rein. Der hat halt Hunger, der Frosch. Der hat lange nicht gefrühstückt. Gott, ey, der Typ kann ja mal die... Du kleiner Pflege. Ja, dich werf ich gleich mit dem Apfel ab, wenn du nicht aufhörst. Ein bisschen zu viel... Fast forward. Der Janosch ist aber auch schon ganz schön kleiner, fieser. Ne? Der ist ganz schön böse. Bösartiges kleines Kind ist das. Ja, weißt du, was die uns übrigens bewirft? Mit sogenannten Äpfeln? Das sind Granatäpfel. Jetzt aber, ey. Also, das ist ein ganz schön ungezogenes kleines Kind, der Janosch. Also, kein Benehmen gegenüber einer älteren Frau, das ist nicht schön. Naja, das stimmt. Na gut, also vielleicht klappt es ja auch im Real Life. Du hast doch einen Vogel, gib mir mal einen Apfel, du Schwein. So. Ja, Apfel. Der wollte direkt mal einlochen hier. So. So, jetzt wird gefletscht. Schau jetzt. Mal. Jetzt, oh, jetzt Alter. Aber hier. Oh mein Gott. Du bist ja schneller als ich. Wie kann das denn sein? Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Wie ist das denn möglich? Das waren drei Runden, oder?
Vor allem auf dem, ja, ich glaube. Aber sieht man, guck mal, der hat eigentlich immer noch keine Schuhe an, oder? So wie das aussieht. Na, ein bisschen anders sieht es aus. Aber die Schuhe hat eine andere Farbe als das, was er da jetzt anhat. Ja, stimmt. Ursprünglich. Yes! Ich habe Masen besiegt. Schon wie langsam, der ist immer noch nicht da. Oh, der ist jetzt erschöpft. Gott, ist der Lahm. Du hast ja gewonnen, Mensch. Das ist richtig. Schon eine Scheiße, aber auch da. Ihr schaltet ins Bett. So, jetzt erstmal hochklettern. Kommt der gar nicht hoch. So. Was für eine Animation, ey. Ist großartig. Der ist voll der Frechdachs, der Kleine ja noch. Boah, ey, wenn der mal irgendwie gehäutet wird mittlerweile schon, ne? Das könnte jetzt auf den Reisepass, das Bild mit der Zunge rausgestreckt. Okay, hab einen Pass. Cool, schön für dich. Und jetzt kommen wir vielleicht immer noch nicht nach Panama, ne? Ich hoffe, das Game ist vorbei jetzt gleich. Ach Gott. So, Junge. Junge. Moment, passt eventuell equippen? Ja, passt. So, jetzt. Mal gucken. So, ich bräuchte mal bitte Ihren Reisepass, damit Sie hier durch können. Ich hab keinen. Pff. Brauchst du aber, wenn du in Panama willst. Du kommst nicht einfach durch. Was denn? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht musst du in die Kabine da links rein. Ne, da hier oben meinst du, oder was? Mhm. Fast forward, haben wir alles schon gehabt. So, ne, geht ja nicht. Also immer noch nicht. Also was hast du jetzt im Inventar genau? Oder wenn du konntest doch auch eben, weiß nicht, welche Taste das war, Select oder so, dass du siehst, was du machen musst immer. Welche Taste war das? Also ich, mit B kann ich das auswechseln, aber... Da, wo auch die Blumen angezeigt wurden, meine ich. Ja, das war A. Aber hier kriege ich ja überhaupt keine Glühbirne, weißt du? Nee, du hattest doch irgendwie dir anzeigen lassen können, was dir noch fehlt an Blumen. Ach so, ja. Ich glaube, du brauchst jetzt nämlich noch das richtige. Ach so, ja, okay. Das musst du wahrscheinlich noch entwickeln lassen beim Fotografen. Stimmt, war ja noch kein Smartphone damals. So, hier genau, ja, hier. Also, ja. Du hast ja das Pornoshooting jetzt mit mir gemacht, ne? Hätte ich gern mal. Also, ein Abzug. Ja, aber nackt können wir dich nicht auf den Reisepass machen, ne? Geh mal dein andere Foto da von dem einen Kerl lieber. Da muss ich nur überlegen. Gib das jetzt rüber, sonst kriegst du gar nichts, du. No, kleiner na gut, okay. Achso, wir geben die Tigerente ab, glaube ich. Die brauchen wir echt nicht mehr. Oh, ich leg dir da am Boden, jetzt verpiss dich mal, du Arsch. Was für ein Schwein, ey. Jetzt geht der erstmal mit der Tigerente. Lässt er sich erstmal den Pimmel massieren. Der Pimmel wird jetzt erstmal schön. Oh, die Tigerente, die nehme ich mir mit. Oh ja, die ist wild, ey. Die ist wild. Sieht aber auch wirklich schon so aus wie so ein perverser alter Sack, ne? Ja, ne? Mit den Stiefelchen da. Immer noch einen Apfel kaufen. Nochmal ein Dreier mit der Kollegin da von der Obsttante. Halt! Du brauchst hier einen Reisepass. Hab ich dir das nicht schon mal gesagt? Ja, ich hab einen. Ich will nach Panama. Ja, kannst du machen, wenn du mir den gibst, du. Mach mal einen Weg frei, du Sau. Sie Schwein. Aber ich mach dir mal den Schrank hoch. Also gesehen, hab alles ich gemacht und du nicht. Du hast ja einen Pöder gekratzt und dran geschnuppert, du Schwein. So eine Toilette in der Wies. Wo ist denn die Tigerente hin, du? Ja, shit happens. Die brauchen wir. Nimm die mal mit, Kollege. Ah, warum ist es noch nicht vorbei? Why? Warum kann ich hier nichts drücken? Noch sehen wir nicht in Panama. Oh, ich glaube, viel, viel weiter habe ich, glaube ich, auch gar nicht gezockt vorher. Ich glaube, du musst die Tigerente jetzt mitnehmen wieder. Ja, von dem perversen alten Mann, der wahrscheinlich gerade hier, wer weiß, was mit dem macht. Ja, musst du nochmal zurückgehen und dir holen. Vielleicht kann ich sie einkechern, mal gucken. Oh mein Gott, der ist aber wild drauf hier. Der macht seine Trainings. Der ist total genervt, dass er den geschlagen hat. Jetzt übt er erstmal ordentlich. Da ist die Tigerente doch. Die kannst du bestimmt aufheben, oder nicht? Mal schauen. Lass mal mit ihm sprechen. Also ich will die ja gern zurück, ne? Da brauche ich aber hier nochmal ein Foto zurück, du. Ja. Hä? Kannst du mir... Achso. Okay. Achso, jetzt ist der Tigerente wieder da. Ja, alles klar. Den Sinn muss man jetzt aber wirklich nicht verstehen, oder? Hat gut genug massiert wahrscheinlich. Das hat wirklich null Sinn gemacht. Wo ist er eigentlich? Ist wieder da, die Tigerente. Ja, dann nach Panama, ne? Mhm. Gut. Frosch braucht Apfel, gibt Banane oder was? Haben Sie schon mal gebebt oder was? Okay, das ist also unbekannt, alles klar. Dann nehme ich das hier wieder. Gut. Okay.
Was ist denn? Ihr geht doch gar nicht nach Panama, Mensch. Raise the roof, drop the bass. Ich probe lieber nochmal. Ja, das hast du die ganze Zeit schon gemacht. Oh, jetzt können wir erstmal ein schönes Segelboot bauen. Da hat man schön genagelt. Schönes Floß bauen. Jo, ich glaube, ein Floß bauen, ne? Gib mir mal ein paar Bretter. Ich geb dir mal ein paar Bretter. Das ist ein Brett vom Kopf oder was? Aber nageln will ich nicht, das mache ich doch oft mit dir, du. Ach, das weiß ich. Der Tigerente hat da schön die Kamera. Was war denn da? Ja, aber da kann ich nichts machen. Weder mit B noch mit A. Vielleicht will er einen Kaffee. Nee, den will er nicht. Okay. Vielleicht ein Kächer. Hab ich auch schon versucht, aber das geht auch nicht. Dann macht er das hier. Hä? Okay, ich hab ihn, glaube ich. Hab ich ihn? Ich hab den Fisch. Wozu brauchen wir den überhaupt? Okay, er braucht. Irgendeiner gibt uns vielleicht irgendwas, dann bekommt. Du kannst doch wieder hier die eine Taste drücken, dass du siehst, was fehlt, oder? Nö, ich glaube, das ist weiterhin unbekannt. Aber irgendeiner wird wohl Fisch mögen, warte. Aber B oder so war das noch. Das meine ich. Ja. Okay. Ja, also Holz, ja. Gut, okay. Also irgendeinem müssen wir wahrscheinlich Fisch geben, der gibt uns dann irgendwas und das müssen wir an irgendeinem geben und dann bekommen wir das Holz. Zimmermann! Wer hat denn hier Lust auf Fisch, das frage ich mich. Okay, der hat vielleicht keine Lust auf Fisch, aber zumindest hat er was mit Nageln zu tun. Das stimmt. Da war doch auch so ein Brett direkt. Kann man das nicht kaputt machen oder so? Oder zerlegen? Hier unten, oder was? Nee, ganz oben, wo wir weiter müssen, an dem Wasser. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Vor allem, wenn wir schon einen Fisch bekommen haben. So, geh mal rein da. So. Ich brauche Bretter. Okay, gut, das war leicht. Hat er jetzt einfach gegeben? Ja, gut. Musstest du dem nicht mal den Fisch geben, oder? Nö. Moment, habe ich den Fisch noch? Ja, habe ich noch. Keine Ahnung, ey. Das Game soll einer verstehen. Ah, gut. Moment, was? Hä? Wann? Hier. Achso, ja, das ist für die. Okay, alles klar. Was hast du jetzt da gemacht? Ich hab so nur dieses Blödsinn, dass sie wieder da wegläuft, ne? Ja, genau. Okay, alles klar, ja. Wahrscheinlich kriegen wir noch Käse oder so ein Mist. Aber jetzt haben wir noch die Bretter. Was geht denn jetzt rund? Jetzt können wir noch zurück, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Versuche ich auch gerade. Oder was steht auf B? Steht jetzt was anderes? Du meinst auf Select? Ja, auf Start. Nee, nicht die Taste. Das da meine ich. Okay, Start, Fragezeichen. Ja. Alles klar. Alles klar, das meinte ich. Ja, gut. Ja, weil ja. Weil hier ist doch ein Schild. Das kann man doch vielleicht zerlegen oder so. Warum hat der Fisch eigentlich überhaupt eine Cappy auf? Hast du Bretter? Ich hab Bretter. Achso, er braucht noch einen Nagel, ja. Nagel. Der Bounder. Aber einen Hammer haben wir doch schon mal gehabt sogar. War der am Anfang? Ja, der hat er sogar noch, siehst du? Fehlt nur noch die Segel, oder hat er die auch? Gott, ist der Typ durch, ey, ohne Scheiß. Das ist doch schön geworden. Wir brauchen nur noch Segel, oder? Alter, der baut hier das Ganze ab. Das ist Sachbeschädigung. So macht man das, liebe Kinder. Was? Jetzt brauchen wir noch was zum Anziehen, du. Müssen wir der Obsttante irgendwas klauen oder was? Oh, was zum Anziehen, das stimmt, du. Wozu denn? Die sind doch eher immer nackt. Ja, das ist fürs Segeln. Ach so. Ja, okay. Ich weiß, machst mir Angst. Irgendeiner hatte doch da Wäsche rumliegen in seinem Raum. Wer war denn das? Warte mal, hier. Oder, nee, hier nicht. Da war ja der. Irgendeiner hatte doch so Wäsche. War das nicht der Zimmermann auch? Nee. Oder? Das könnte auch der Kollege hier gewesen sein. Ich schau mal rein. Ich meine, das war auch der Zimmermann. Gucken. Hast du Wäsche? Nee, oder nicht? Never mind. Nee, Panama ist hier nicht, du Kuh. Das habe ich mittlerweile schon rausgefunden. So, Zimmermann hast du gemeint, ey. Ja, ich meine, der war das. Aber wenn das nicht war, dann kann man halt einen Pimmel, ne? Ja. Ja, der hatte so Wäsche umbringen. Siehst du, das hast du Wäsche? Ne, Wäsche habe ich nicht. Ah, soll er zum dicken Jimmy Joe gehen. Was ist das denn für einer? Okay. Er wurde. Ich komme aus dem Abfall. Oh. Das ist mein Revier. Ich lebe hier. Otter, mein Gehirn tut weh. Du musst zum Abfluss, Jimmy, gehen. Okay, ich geh zum Abfluss, Jimmy. Klopf mal an, da. Warum? Ist er denn zu Hause, der Abfluss, Jimmy? Braucht mal ein Megafon vom Frosch, wa? Das spielt doch schön. Ach, der hat da reingekackt, oder was? Pff, oh Gott. Boah, der ist aggressiv. Ich bin hier zu Hause. Wer war das? Okay, wir brauchen aber scheinbar das Megafon. Das hat ja der Frosch was gehabt. Was ist das für eine Ente da? Warum hat die einen grünen Schnabel? Warum nicht? Ist Gott, eine Tarnung. Ist eine Tarnung. Aber mal ganz ehrlich, ne?
Ja. Game Boy Color. Ne? Mhm. Man kann für den Game Boy Color eine schönere Grafik machen als in Paint. Mal ganz ehrlich. Kann man. Kann man schon, muss man aber nicht. Okay, ich werde mal wieder einen Apfel fangen, weil ich glaube, den brauchen wir wieder. Oh, ich sag mal wieder Safe State. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen nur so mit dem Frosch reden. Wir machen ja jetzt kein Rennen mehr. Ja, aber dann hat uns ja trotzdem vorher auch nichts gegeben, weißt du? Deswegen ist man sicher, dass man das mitnimmt, glaube ich. Ah, du laberst wieder Blödsinn, mein Lieber. Oder will ein Fisch wieder. Ja, hast du mal eine Banane? Was? Was ist das denn für ein Gesicht? Von der alten Oma Gretchen. Ja, das ist ziemlich schlau. Ah, die alte Oma Gretchen, die kenne ich. Weiß nur nicht, wo sie wohnt, Alter. Warte, du musst einen Pfeil nach hier. Vielleicht ist es die hier, die alte Gretchen. Gretchen? Gretchen? Könnte so. Nee, oder? Doch, das könnte die sein. Ja, ja, ja. Ach, ist sie sogar, ja, okay. Ah, oh, jetzt will ich auch noch ein Bild, oder was? Bild, kriegst du eine Banane. Und ich meine, sie ist ja sogar noch für dich. Du hast das Bild aber doch, oder? Hast du jetzt die Banane? Nö. Nee. Musst du das Bild wieder von einem Typen holen, oder? Wir kriegen. Was? Er ist verwirrt. Ist das der Bananenschutzmann vielleicht? Du brauchst wahrscheinlich eine Banane, um an dem vorbeizukommen. Warte mal, zumindest kann ich jetzt hier. Kann ich mal die Gedankenblase da bitte jetzt dingsen? So, warte. Hier. A, B, nee. Okay. Ich glaube, du brauchst die Banane. Ja, ich weiß wieder, wie es ging. Du musst, glaube ich, die Banane nehmen, um dem. Also, du legst sie dann dahin und dann fällt er da und rutscht aus und dann kannst du weitergehen. Okay. Und wie? Das heißt, du brauchst jetzt ein Bild wieder, um. Kannst du das nicht wieder von dem Porno-Color da abholen? Der Porno-Color. Ja, weil du siehst ja, die will ja ein Foto haben. Genau, ja, die will mal ordentlich, ne? Du hast das doch dem Porno-Color gegeben, oder nicht? Die steht auf Tiger. Hab ich, ja. Boah, fast forward, das geht mir gerade echt auf den Zeiger, ey. Dass man da, wenn man da in die Nähe geht, dann direkt, Moment. Da lag aber auch eine Banane. Jetzt ist sie weg. Mega das tum. Macht so viel Sinn, dieses Game, wow. Hast du auch gesehen, die Banane, ne? Ja. Die hab ich mir nicht eingebildet, oder? Eine Pornokalle. Nee, okay. Warte mal. Vielleicht. Ah! Ach so, das war das Bild, was sie von sich selbst hat machen lassen. Die findet sich selbst ziemlich geil. Alles klar, gut. Dann geben wir das hier. Moment, muss ich das equippen? Wahrscheinlich. Pff. Das sieht ja so ähnlich, oder? Hä, wie hast du das jetzt gerade bekommen? Er ist lange auf dem Boden. Ich hatte ganz kurz einmal nach rechts geguckt für eine Sekunde auf einem anderen Bildschirm und schon hast du das Bild. Guck mal, das sieht ja auch so ähnlich da unten. Das sieht genauso aus wie ich, ja. Das stimmt. Sehr intelligent, die Kollegin. Hast du vom Porno-Kalle? Hab. Dann lass mal die Banane massieren. Frupp. Ja, super, ey. Da fällt sie runter. Jetzt musst du, glaube ich, dem alten Polizisten eine Falle stellen, quasi. Was haben wir hier mit Drohne geschickt, ey? Was? Das bin ich nicht. Ja, das ist dein Problem. Oh, jetzt wird's sauer, ey. Was? Du hast doch nicht mehr alle. Was ist das denn? Oh, die hat noch irgendwas geworfen, ne? Ja. Das war ein Pilz. Das sah echt ein bisschen so aus. So, jetzt glaube ich, kannst du dem da rechts, wo das Ausrufezeichen ist, nämlich die Falle stellen, wo genau. Die Glühbirne ist. Genau, ja. Muss man noch warten, bis der hier auf. Ganz schön kleiner Halunke, der Janosch, ne? Ja, jetzt fliegt er nämlich gleich auf die Fresse. Ist ein bisschen wie ein Pumuckl, da gab's auch so mit dem Kleber. Ja, und Pumuckl. Du bist schon kleiner Rabauke, ne? Der ist in der Erde verschwunden, vor allem, ey. Das ist auch geil. So, holen wir uns mal das Megafon ab. Der will doch bestimmt auch wieder irgendwas haben. Stimmt. Hab. Schuhe. Ach, dann legst du mal anziehen. Das Spiel basiert einfach nur auf Tauschen, oder? Das ganze auch, Spiel. Ja. Das sieht so aus, ja. Okay. Ja, jetzt kannst du den alten Klempner da rausholen aus seinem Abfluss. Aber immerhin läuft es heute gut. Wir sind jetzt nicht mehr so dumm. Naja, ich meine, das ist ja alles selbsterklärend jetzt eigentlich. Ja, das war nur der dumme Kecher, den man da nicht gesehen hat. Ich will dir nochmal auf den Zeiger gehen, übrigens. Das ist so ein Gerätchen. Oh, die ist immer noch sauer. Die ist aggressiv. Kannst du mir das nicht geben? No. Was denn, Alter? Das gibt es hier aber wirklich nicht. Jetzt mach das, du, wo du hier wegkommst, verdammt nochmal. Ich werfe jetzt weiter auf dich. Boah, ich glaube, das braucht man noch. Ich nehme mal den Kecher.
Ich glaube nicht. Doch, Junge. Sie hat einfach nur Aggression, das ist alles. Ah, ich will das. Gib. Die hat gespuckt in Wahrheit. Yes, ich hab's. Siehst du? Okay, da brauchte man es wohl doch. Was war denn das? Das ist ein Erbsenpilz. Okay. Ich werfe mal einen Pilz auf dich. Das ist ja vielleicht der Fußpilz von der oder so. Er ist zumindest kein Pilz zum Trinken, so viel ist schon mal sicher. Das steht fest, da hast du recht. Weißt du übrigens, warum ein Pilz im Wald steht? Das kann nur dumm sein, die Antwort. Ja, weil die Tannen zapfen. So, okay. Ist hier bitte ein... Hast du von Manni Pilsen an, ne? Ist hier einer in der Kanalisation zufälligerweise? Er möge sich melden. Ach, jetzt kommt er schon wieder an, ey. Okay. Ja, ey, ich will das ja auch denken, dass du hier rauskommst, du Arsch. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Und geht wieder, was? Was ist denn hier los? Hast du ein Shirt? Oh Gott. Schief, wir haben das alle. Wir haben das alles gemacht, nur weil der ein Shirt haben will. Und er will einen Kaffee. Ja gut, dann gebe ich dir einen Kaffee. Gott, ey. Dicken Fall. Das reicht mir gerade zu ihm. Ja, entblößt dich mal. Pornokall ist auch schon bereit. Was denn jetzt noch? Mit so einem Pilz oder was? Der habe ich zufälligerweise auch. Hast du einen Vogel oder was? Hast du das jetzt bekommen oder nicht? Nein. Nö. Hä, was hat das jetzt gebracht? Das ist ein bisschen dämlich, der wurde in der Spacko, oder? Achtung, Achtung, hier spricht der größte Wichser weltweit. Es möge bitte rauskommen, jemand aus der... Ja, okay, fest. Jetzt wird der wieder aggressiv. So, gut. Okay, was willst du denn, Schwein? Jetzt will er... der will alles von dir haben. Richtig gieriges Schwein. Haben wir doch gehabt. Ich meine, warum nicht direkt, weißt du? Ja, egal, jetzt hat er ihn bekommen. So, ich fresse mir das Ding mal weg. Krieg ich jetzt mal dein Hemd hier, oder was? Mir das Ding in den Arsch. Das gibt dir das immer noch nicht, oder? Der ist ein gieriges Schwein. Ey, warum muss man das... Warum muss ich das jedes Mal wieder neu machen, ey? Ich find's auch so schön, wie dir immer der Vogel gezeigt wird. Ja, echt, ey. Hast du einen Vogel, du Arsch. Achtung, Achtung, komm mal raus, du Schwein. Das Vieh ist mega gierig. Er sitzt da so im Abfluss und putzt sich am Pimmel rum und will ja alles haben. Jetzt will er nur einen Pilz. Den haben wir zufälligerweise. Was macht der eigentlich da jetzt? Oh, jetzt gehen wir hier ein T-Shirt rüber. Ist er nackt? Ja, direkt rüber zum Pornokalle jetzt, ey. Der geht jetzt nackt in seinen Abfluss ran und scheißt da rein. Er hat sich einen Eintopf aus Kaffee, Fisch und Pilz gemacht jetzt. Ich habe noch nie sowas Dummes in meinem Leben gesehen. Ich glaube, so weit habe ich das Spiel früher nicht mal geschafft. Achtung, Achtung, hier spricht Pornokalle. Das sagst du doch alles, oder? Ja, ich will aber sehen, ob der wieder nackt rauskommt. Hab nichts an, mach das wieder zu, Mensch. Geht's dir nach Panama? Nö, der hier unten mit ist, da scheiße ich nur rein, das ist ja nichts. Nackt. Hauptsache, der entblößt sich nackt sein, nur damit der Pilz einen Fisch kriegt und was war das andere? Kaffee. Naja, ich meine, hast du schon mal einen Auflauf mit, eine Suppe mit Kaffee, Fisch und Dings gehabt? Was war's noch? Pilz? Vor allem, was du alles machen musstest, um an die Sache zu kommen. Du hast sogar einen Polizisten quasi in Falle gestellt. Ja, und der hat ja nochmal schön den Pier demoliert, ne? Ja, man muss ja sagen, Janosch hat schon einige Straftaten begangen in diesen paar Minuten, die wir hier spielen. Irgendwann, ne? Leute, ruft nochmal der Tigerknast oder so. Also so löblich ist das nicht, was das Spiel einem hier beibringt, den Kindern. Mhm. Vor allem von so einem Typ, der irgendwie unter Tage da arbeitet, haben wir jetzt ein Segel, ey, da freuen sie sich. Wir brauchen einen Kaffee gemacht. Ja, jetzt erstmal hier. Haben wir leider keinen Kaffee mehr, ne? Oh, wir sind in Panama, glaube ich. Lass es vorbei sein langsam, ey, das hält doch kein Schwein aus.